Wenn Gott uns beauftragt, etwas zu tun, gibt er uns auch die Fähigkeit dazu. Wir müssen uns nur ganz auf ihn verlassen. Gott, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Dankt ihm für das, was er tut, und seine überfließende Kraft wird euch immer begleiten. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen nehmen die Dinge in die Hand und die anderen bleiben passiv. Passive Menschen wollen zwar, dass etwas Gutes geschieht, doch sie tun wenig oder gar nichts dafür, damit es geschieht. Sie haben viele Wünsche, aber wenig Rückgrat. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die in der Bibel lesen, die wissen, was richtig ist und die begreifen, dass sie ohne Gott nicht viel bewirken können. Das muss uns allen klar sein. Doch eines dürfen wir auch nie außer Acht lassen. Gott gibt uns für alles, was wir tun sollen, die entsprechende Fähigkeit. Wenn Gott uns beauftragt, etwas zu tun, gibt er uns auch die Fähigkeit dazu. Wir müssen uns nur ganz auf ihn verlassen. Gott, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Dankt ihm für das, was er tut, und seine überfließende Kraft wird euch immer begleiten. Ich will heute über unsere innere Einstellung sprechen. Gestern haben wir bereits darüber gesprochen, welche Macht unsere Einstellung hat. Kopf hoch ist besser als ein gesenkter Blick. Wenn ihr eine positive Einstellung habt, geht es für euch aufwärts. Ihr werdet ein überdurchschnittlich gutes Leben haben. Wenn ihr alles immer nur negativ seht, erlebt ihr auch überdurchschnittlich viel Schlechtes. Wir haben dann weniger, als Gott uns eigentlich geben will. Jeder von uns möchte ein gutes Leben haben. Doch nicht jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, damit es ein gutes Leben wird. Passivität gehört zu den größten Täuschungsmanövern des Teufels. Ja, man will vieles, richtet sich aber nur nach seinen Gefühlen. Man wartet auf das richtige Gefühl, um etwas zu tun, oder man wartet darauf, dass andere einen Schritt machen. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die auch dann noch das Richtige tun würden, wenn sie die Einzigen wären. Wir lassen uns viel zu sehr von anderen beeinflussen und von dem, was andere tun. Gott sucht Menschen, die stromaufwärts schwimmen und sich nicht wie alle anderen mit dem Strom treiben lassen. Es ist leicht, sich treiben zu lassen, doch gegen den Strom zu schwimmen ist nicht einfach. Deshalb werde ich heute darüber sprechen, wie wir geduldiger werden können. In einer späteren Veranstaltung wird es dann darum gehen, wie man selbstloser wird. Ich bin sicher, dass wir alle eine Aufgabe zu erledigen haben und wir gerade in der heutigen Zeit mehr Rückgrat zeigen müssen. Ich möchte 5 Aspekte von Ungeduld ansprechen. Es gibt viele Bereiche, in denen wir ungeduldig sein können. Manche Menschen sind in einigen Bereichen ungeduldiger als in anderen. Ich habe schon oft mit meiner Ungeduld kämpfen müssen, ganz ehrlich. Ungeduld ist meine größte Schwäche. Ich habe eine starke und dominante Persönlichkeit. Wenn ich etwas will, dann will ich es sofort. Wenn ich anderen etwas übertrage, soll es auf Anhieb gelingen. Ich will Sachen nicht zweimal sagen. Ja, so war ich. Gott sei Dank bin ich nicht mehr so. Gut, ich könnte leicht wieder in dieses Verhalten reinrutschen und muss ständig an mir arbeiten. Wenn euch das Thema heute nicht anspricht, dann predige ich halt mir selbst. Für mich ist es wichtig. Anfangs war ich sehr ungeduldig mit Gott. Oh Mann, ich konnte einfach nicht verstehen, warum er nicht das tat, was ich von ihm wollte. Wisst ihr, auch das, was er uns in der Bibel verspricht, geschieht oftmals viel später, als wir es uns wünschen. Ist es nicht frustrierend zu wissen, dass Gott sofort und ohne Probleme eingreifen könnte, es aber nicht tut? Wenn du es in 5 Jahren tun kannst, warum nicht in einem Jahr? Warum muss ich durch all das hindurchgehen? Irgendwann begreift man, dass man Gott nicht zur Eile treiben kann, ganz gleich wie verärgert man ist. Auf welche Geduldsprobe werdet ihr gerade gestellt? Lernt, wirklich geduldig zu warten, denn Warten gehört zum Leben dazu. Wir alle warten auf etwas. Doch manche haben dabei eine bessere Einstellung als andere. Deshalb sagt, meine Zeit ist in deinen Händen. Ich weiß, dass du einen Plan für mich hast. Keine böse Macht und kein Mensch kann verhindern, dass das, was Gott für euch vorbereitet hat, auch zur rechten Zeit geschieht.
Es gibt viele Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, aber zuerst muss er uns darauf vorbereiten. Es ist wirklich schwer, wenn man einen Traum hat, wenn einem etwas so klar vor Augen steht und man weiß, dass es Gottes Plan ist und man trotzdem darauf warten muss, obwohl es im Willen Gottes ist. Wir müssen erkennen, dass Gott uns zuerst auf das vorbereitet, was er für uns geplant hat. Nicht jeder ist für etwas bereit, wenn er meint, dafür bereit zu sein. Wir glauben zwar, dass wir startklar sind, aber das ist nicht immer der Fall. Wer von euch wird manchmal mit anderen ungeduldig? Lasst uns mal ein wenig darüber nachdenken, in welchen Bereichen wir schnell mit anderen ungeduldig werden. Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr irgendwo ansteht? Und die Dame an der Kasse im Schneckentempo arbeitet. Vielleicht ist sie neu und kennt sich noch nicht aus. Was ist, wenn die Person vor euch drei Artikel ohne Preisschild hat und nun die große Sucherei losgeht? Wisst ihr, ich bin in diesen Punkten schon viel geduldiger geworden. Doch vor 30 Jahren hätte ich aufgrund von langsamen Angestellten fast mein himmlisches Heil verloren. Ich hatte meinen Jesus-Anstecker am Pulli, trug ein Kreuz um den Hals und stand im Supermarkt in der Schlange, um zu bezahlen. Mit drei kleinen Kindern, die Nerven lagen blank, doch mein Plan stand fest: einkaufen, nach Hause, wegräumen. Doch wehe, jemand brachte mir meinen Plan durcheinander. Kennt ihr das auch? Gut. Irgendwann fing ich sogar an, vorher zu beten und Gott zu fragen, wo ich mich anstellen sollte. Ich hielt inne und sagte: Okay, Herr, du weißt ja schon im Voraus, wie das hier laufen wird. Du weißt, ich hab's eilig. Wo wird es am schnellsten gehen? Doch irgendwie landete ich immer in der langsamsten Schlange. Irgendwas ging kaputt oder es fehlten die Preise. Ehrlich, wenn man vor Ärger hätte sterben können, wäre ich gestorben. So sehr ärgerte mich das. Ich verstand es einfach nicht. Gott, was machst du mit mir? Dann versuchte ich eine andere Methode. Ich widerstehe dir, Satan, ich widerstehe dir im Namen von Jesus. Du nimmst mir nicht die Freude, du stiehlst mir nicht den Frieden. Schließlich begriff ich, Gott gebrauchte solche Situationen, um mich zu verändern. Im biblischen Wörterbuch wird das Wort Geduld als Frucht des Geistes beschrieben, die nur in Zeiten der Prüfung wächst. Sie wächst nicht durch Gebet. Sie wächst nur in Zeiten der Prüfung. Natürlich wollen die Leute nicht so viel zum Thema Geduld wissen, weil sie Angst haben, dass Schwierigkeiten auf sie zukommen, wenn sie um Geduld bitten. Und das ist wahr. In der Bibel steht jedoch auch, dass ein Mensch, der große Geduld hat und geduldig warten kann, vollkommen zufrieden und wunschlos glücklich ist. Ich kann mittlerweile anstehen, ohne ungeduldig zu werden. Ich stehe einfach an, warte und freue mich des Lebens. Gut, eine langsame Kassiererin bringt mich nicht mehr aus der Ruhe. Doch was ist, wenn überhaupt kein Mitarbeiter in Sicht ist und niemand mein Geld abkassieren will? Wie schlimm soll es noch werden? Wie verhaltet ihr euch, wenn jemand etwas für euch tun soll, es aber nicht gleich tut? Sondern wenn ihr dieser Person es immer wieder sagen müsst. Was ist mit deinen Ohren? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Was ist, wenn ihr jemanden bittet, etwas für euch zu besorgen, es aber am Ende nicht das ist, was ihr haben wolltet? Dann tritt zutage, was in euch steckt. Ihr müsst gar nicht viel sagen. Man sieht es euch an. Oder was sagen wir mit unseren Blicken? Wie blöd bist du denn? Wie oft lassen wir auf diese Weise liebe Menschen, die ihr Bestes geben, blöd dastehen? Nur weil andere nicht die gleichen Gaben und Fähigkeiten haben wie wir, heißt das nicht, dass sie nicht wertvoll sind.
Ganz ehrlich, Gott bringt uns sogar absichtlich mit Leuten zusammen, die uns auf die Palme bringen. Es bringt also nichts, wenn ihr den Leuten in eurem Umfeld aus dem Weg gehen wollt, denn ihr werdet die gleichen Typen überall wieder treffen. Gott gebraucht sie, um unsere rauen Ecken abzuschleifen. Jetzt passt mal auf, auch ihr seid für andere wie Schleifsteine. Deshalb glaubt ja nicht, dass ihr perfekt seid. Wenn euch die Art eines Menschen stört, solltet ihr euch mal von ihm sagen lassen, was er über euch denkt. Gott hat also einen Plan. Ungeduld. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich meine Lektion gelernt habe und andere Menschen mittlerweile gut behandle. Ja, Gott hat mir gezeigt, dass ich ihn selbst angreife, wenn ich Menschen nicht richtig behandle. Deshalb lasst uns verstehen, dass hinter jedem Menschen eine Lebensgeschichte steht, die wir vielleicht noch nicht kennen. Jeder hat Verletzungen erlebt und musste schwierige Situationen durchmachen. Selbst diejenigen, die scheinbar absichtlich gemein zu uns sind, sind wahrscheinlich irgendwann einmal tief verletzt worden. Wenn wir Jesus repräsentieren wollen, sollten wir mit solchen Menschen einfach geduldiger umgehen. Deshalb fordere ich euch heraus, betet um Geduld. Was war das für ein Blick, John? Meinst du, du schaffst das? Endlich mal jemand Neues, auf dem ich herumhacken kann. Ich denke, das darf ich, oder? Natürlich kann man auch mit sich selbst ungeduldig werden. Das war ich sehr oft, doch irgendwann habe ich damit aufgehört und zu Gott gesagt, so ist es halt. Du wusstest vorher, wen du dir mit mir einhandeln würdest. Wenn dir das zu schwierig gewesen wäre, hättest du dir eine andere Person aussuchen müssen. Ich will mich nicht mehr ständig entschuldigen. Nicht, dass Gott das von mir wollte. Doch man muss lernen, den Augenblick auf dem Weg zum Ziel zu genießen. Ihr müsst lernen, den Moment zu genießen, selbst wenn ihr noch im Wachstumsprozess seid. Ich sage es nochmal, fangt an, den Augenblick zu genießen. Habt Spaß am Leben. Habt Spaß am Leben. Trotz eurer Fehler und Schwächen. Eines müsst ihr wissen. Gott ist nicht unangenehm überrascht von euch. Er kennt sogar all die Dummheiten, die ihr in Zukunft noch anstellen werdet. Und er ist bereits fest entschlossen, euch trotzdem bedingungslos zu lieben und mit euch dahin durchzugehen. Er wird euch niemals aufgeben. Deshalb geht geduldig mit euch um. Seid auch geduldig, wenn es um Gegenstände geht. In diesem Bereich bin ich nicht besonders gut. Könnt ihr mir mal bitte die Sachen bringen? In einem Bereich habe ich wirklich Probleme und da könnt ihr für mich beten. Es geht um Verpackungen. Ganz ehrlich, bei Verpackungen könnte ich ausrasten. Hier haben wir ein Fläschchen Augentropfen. Heute Morgen habe ich sie ausgepackt und gleich gedacht, oh nein. Ist euch das auch schon mal passiert? Da frage ich mich wirklich, wie weit denken die Hersteller? Sie verkaufen das Produkt, gehen aber scheinbar nicht davon aus, dass man es auch benutzt. Dave sagt dann immer, warum holst du dir nicht eine Schere und schneidest das ab? Weil ich Geduld brauche, um im Zimmer nach der Schere zu suchen, damit ich das hier abschneiden kann. Und dazu habe ich keine Lust. Schauen wir uns mal das Mundwasser an. Ach du meine Güte, schon wieder. Schaut mal. Da, hier. Oh, es klappt. Yeah. Oh, klappt wohl doch nicht. In diesem Jahr habe ich mir also Verpackungen auf die Fahne geschrieben. Ich will mich nicht mehr über Verpackungen ärgern, sondern frei davon sein. Wisst ihr, es betrifft einen dann nicht mehr, wenn man es immer und immer und immer wieder durchbuchstabiert hat, bis man sich nicht mehr darüber ärgert. Es berührt einen nicht mehr. Jetzt kann ich selbst in einer Schlange, die sich nur langsam voran bewegt, sagen,
Diesmal nicht, Teufel. Früher hat es mich zur Weißglut gebracht, aber jetzt nicht mehr. Aha. Doch wenn es um Verpackungen geht, muss ich noch dazulernen. Etwas anderes fällt mir ebenfalls schwer. Hier habe ich eine Haarsträhne. Ich zeig euch mal, was da los ist. Seht ihr? Ganz gleich, was ich mit ihr anstelle, sie steht immer ab. Deshalb mache ich immer so. Gestern wurde ich dermaßen wütend darüber, dass ich mir sagte, das werde ich abschneiden. Ich holte mir also die Schere und schnitt mir die Haare viel zu kurz. Jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht. Wer von euch kennt solche Situationen? Kleinigkeiten, die einem den Tag vermiesen können. Es gibt noch weitere Bereiche, die ich angehen will. Das sind ebenfalls meine Baustellen. Man kann sich nicht auf das Hier und Jetzt konzentrieren, wenn man gedanklich schon bei der nächsten Sache ist. Einige von euch sind zwar heute hier, aber irgendwie auch nicht, weil ihr euch gedanklich schon mit dem beschäftigt, was bei euch zu Hause anliegt. Wir sind erst dann wirklich anwesend, wenn unsere Gedanken nicht mehr abschweifen. Nur weil unser Körper da ist, heißt das noch lange nicht, dass wir auch da sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, aufgrund meiner aufbrausenden und dynamischen Art fällt es mir schwer, irgendwo ganz präsent zu sein. Ich bin innerlich schon mit dem Nächsten beschäftigt, weil ich zielbewusst durchs Leben gehe und viele Pläne habe und immer schon weiß, was ich als Nächstes tun werde. Wenn wir zum Beispiel nach Hause fahren und fast da sind, das heißt, ich das Haus schon sehen kann, schnalle ich mich ab und bereite mich darauf vor, aus dem Auto zu steigen. Vor kurzem sagte meine Tochter zu mir, Mama, kann ich bitte erst das Auto parken, bevor du aussteigst? Wenn wir auf einem Parkplatz ankommen, nehme ich schnell meine Tasche und bin sofort im Laden, während Dave noch seine 7 Sachen sucht. Ich frage mich, wie kann man nur so lange brauchen, um aus dem Auto zu steigen? Was macht ihr bloß die ganze Zeit? Wer von euch gehört auch zu denen, die immer alles schnell erledigen? Okay. Wer von euch mag es eher entspannt und hat die Nase voll von uns, die wir immer in Eile sind? Ich wette, dass die meisten eiligen Vertreter einen ruhigen geheiratet haben und umgekehrt, oder? Okay, Gott, soll das Spaß machen? Wirklich. Nach 47 Jahren Ehe ist das nicht mehr lustig. Die Bibelstelle aus 1. Mose, in der es heißt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, um sich an seine Frau zu binden und die beiden werden ein Fleisch sein, klingt doch wirklich gut, oder? Doch es ist das Wort werden, das hier für Schwierigkeiten sorgt. Es ist schwierig und bleibt auch schwierig. Okay, kehren wir zum Thema zurück. Spaß beiseite. Zuallererst steht fest, wenn ihr nicht geduldig auf Gott wartet und wenn ich nicht geduldig auf Gott warte, beginnen wir, in Aktionismus zu verfallen. Wir haben dann die besten Ideen, wie wir selbst alles regeln können und machen unseren Zeitplan, anstatt auf Gott zu warten. Ich sage euch, wir reiten uns oft in die größten Schwierigkeiten hinein, weil wir Gott vorauseilen. Wir sehen das in 1. Mose. Ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern nur die wichtigsten Punkte. Gott versprach Abraham und Sarah einen Sohn. Das Kind kam und kam und kam und kam nicht. Die beiden wurden des Wartens überdrüssig und Sarah hatte eine grandiose Idee. Ladies, hattet ihr auch schon mal grandiose Ideen? Zumindest mir fiel immer sehr schnell etwas Großartiges ein. Man denkt dann, jetzt weiß ich, was Gott von mir will. Vielleicht ist dein Mann kein Christ. Oder er hat eine schwierige Persönlichkeit. Deshalb beschließt ihr, 5 Exemplare eines Buches über Persönlichkeitsentwicklung überall im Haus zu verteilen. Ihr habt die perfekte Idee und wisst nun, wie ihr euren Mann dazu bewegen könnt, an seiner Einstellung zu arbeiten. Wer von euch weiß, dass all das nicht funktioniert, wenn es nicht von Gott kommt? Er ist der Anfänger und Vollender. Er hat mal zu mir gesagt, ich bin nicht verpflichtet, das, was ich nicht begonnen habe, zu Ende zu bringen.
Wenn ihr mit etwas beginnt, ist das euer Ding. Deshalb müssen wir lernen, Sachen auf Gottes Weise anzugehen und nicht auf unsere Weise. Wie kann man das eine vom anderen unterscheiden? Nun, Aktionismus bringt nichts. Mit Aktionismus wollen wir Dinge zustande bringen, die am Ende nicht gelingen. Wir verstehen nicht, warum nichts passiert. Und dann klagen wir, Gott, ich habe alles mir Mögliche getan. Und ich verstehe einfach nicht, warum nichts passiert. Voller Dramatik versuchen wir vergeblich, Gott zu beeindrucken. Wir schmeißen uns auf den Boden. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Was willst du bloß von mir? Klingt das nach jemandem, den ihr kennt? Nun, Gott will im Grunde gar nicht, dass wir etwas tun. Wir sollen ihm lediglich vertrauen. Und wenn er uns dann sagt, was wir tun sollen, setzen wir das in die Tat um, was er uns aufgetragen hat. Wir müssen lernen, uns vor dem eigenen Aktionismus zu hüten. Ich bin vor lauter Aktionismus nicht mehr zur Ruhe gekommen, tat alles, damit unser christliches Werk wuchs. Mein Mann sich veränderte, meine Kinder sich veränderten, ich selbst mich veränderte. Ich setzte alles daran. Wenn man an Frustration hätte sterben können, wäre ich daran gestorben. Doch diese Frustration stand im direkten Zusammenhang mit meinem Aktionismus. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir frustriert oder enttäuscht sind, dann deshalb, weil wir etwas zustande bringen wollen, was nur Gott tun kann. Versteht ihr das? Ich hatte mal bei mir zu Hause ein Schild, auf dem stand, eigener Aktionismus sorgt für Enttäuschung. Ich schrieb diesen Spruch auf meinen Spiegel und hängte ihn an meinen Kühlschrank. Denn ich war von meiner Persönlichkeit her sehr voranpreschend, aktiv und ideenreich und nahm alles in die Hand. Irgendwann bekam ich das in den Griff, aber einige von euch stecken vielleicht noch mittendrin. Ihr seid ständig frustriert, weil ihr Dinge loswerden wollt, von denen euch nur Gott befreien kann. Ihr wollt Leute verändern, die nur Gott verändern kann. Darf ich euch mal was sagen? Nicht einen eurer Verwandten könnt ihr dazu bringen, Gott zu lieben. Ganz gleich, wie sehr ihr euch auch das Richtige für sie wünscht. Wenn sie es nicht selbst wollen, verschwendet ihr eure Kraft, brennt aus und könnt euer eigenes Leben nicht mehr genießen. Eines könnt ihr jedoch tun, betet für sie und lasst Gott an ihnen wirken. Erwartet aber nicht gleich große Veränderungen, wenn ihr für sie betet. Ihr Verhalten wird sich vielleicht erst einmal verschlechtern. Warum? Weil Gott sich der Menschen annimmt, sobald ihr für sie betet. Und wenn er das tut, sie sich jedoch noch nicht auf ihn einlassen wollen, verhalten sie sich oft erst einmal schlimmer. Hattet ihr mal den Eindruck, dass euer Gebet nichts bringt? Es wird immer schlimmer. Früher betete ich für Dave, dass Sport ihm weniger wichtig werden möge, vor allem, weil mir nicht so viel an Sport liegt. Ihr habt es wahrscheinlich schon mal von mir gehört. Ihm gefallen alle möglichen Ballsportarten, ganz gleich welche. Als Kind durfte ich an keinerlei sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Ich wurde massiv von meinem Vater kontrolliert. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann glücklich gewesen zu sein, auch nicht als 20-Jährige. Dave wuchs mit Sport auf und liebt deshalb jegliche Sportart. Ich betete also für ihn, dass er dieses und jenes nicht mehr so mögen würde. Ich wollte ihn mit allen Mitteln verändern. Eines Tages kam ich ins Wohnzimmer, wo er ein Footballspiel anschaute, parallel ein Baseballspiel anhörte und seine Golfschläger polierte. Ich dachte, das funktioniert ja überhaupt nicht. Wann endlich begreift ihr, dass eure Bemühungen vergeblich sind? Gibt es hier jemanden? Es funktioniert nicht. Warum macht ihr nicht mal eine Pause von euren eigenen Anstrengungen und lasst Gott auch Gott eures Lebens sein? Das wünscht er sich. Wissen Sie, wir Christen haben Geduld von Gott empfangen. Er hat sie als Same in unseren Geist hineingelegt. Doch wir müssen sie entwickeln. Gott möchte, dass sie wächst und mehr Raum gewinnt. Geduldig sein lernt man nur in Situationen, in denen man Geduld braucht.
Manchmal will Gott, dass wir geduldig auf den richtigen Zeitpunkt warten und deshalb handelt er nicht sofort so, wie wir es wollen. Wir dürfen ihm in allem vertrauen und lernen, den Augenblick zu genießen. Doch das können wir nicht, wenn wir ständig frustriert sind, weil sich Dinge nicht so entwickeln, wie wir es gerne hätten. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns. Unser Team ist gerne für Sie da. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen, und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind. Gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter joyce-meyer.de/deintag. Oder rufen Sie an 040 88 88 41111. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 41111.